Game Freak Präsenz. Pokémon Kristalle Edition. Neues Spiel. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Natürlich ein Junge. Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wie spät es ist? Moment, es ist gerade 16 Uhr. Also 4 Uhr. Was? Tag 4 Uhr? Ja. Wie viele Minuten? Vier. 4 Minuten. Ja. 4:04 Uhr. Ah, ich habe verschlafen. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Eich oder Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon. Tag ein, Tag aus. Oder Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Wie ich heiße? Boah. Ich glaube, ich nenne mich, G-O-L-D. Ich weiß, wir spielen zwar nicht die Gold-Edition, aber ich nehme mich einfach mal Gold. Rein vom Story-Technischen her. Gold, bist du bereit? Ja. Dein eigenes Pokémon-Abenteuer beginnt. Oder erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon. Abenteuer erwartet. Was erwartet dich? Mach dich bereit. Ich treffe dich später. So, wir sind hier in Neuburg. Ja, das ist ein bisschen grell gerade. Fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich ein kleiner Fehler des Spiels oder der ROM. Erstmal ändern wir den Namen. Und zwar nehme ich einfach mal den. Welcher Rahmen ist denn der coolste? Ich nehme den traditionellen geschweiften Rahmen. Dann müssen wir noch das Texttempo verändern, und zwar auf 3. Kampfanimation 1, Wechsel mache ich mal Stereo. Drucken, keine Ahnung, was das ist. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal alles an. Es war ein bisschen grell, aber es macht nichts. Was haben wir denn für Items? Hier haben wir nichts. Okay, ablegen, du trägst keine Items, Briefkasten. Dekoration, was haben wir da? Pad, Bett, Federbett, das ist schon in deinem Zimmer, Poster, weglegen. Nein, nicht weglegen, Karte. So, okay. Ich benutze das eigentlich nie, wenn ich das Spiel, das Spiel. Was ist hier? Dies ist ein Fernsehgerät. Echt, hätte ich nicht gedacht. Boah, ich hätte gedacht, es wäre irgendwas anderes. So, was ist hier? Das ist die Karte. Das ist die Karte der Johto-Region, der zweiten Generation. Wir sind hier in Neuburg, hier. Route 29, dann Rosalia City, Route 30, Route 31, Viola City, Knofenserturm, Route 32, Alfruinen, Einheitstunnel, Route 33, Azalea City, Fleckmannbrunnen, Steineichenwald, Route 34, Dukatia City, Radioturm, Route 35, Nationalpark, Route 36, Route 37, Teak City, Zinnturm, Turmruine, Route 38, Route 39, Oliviana City, Leuchtturm, Duellturm, Route 40, Strudelinseln, Route 41, Anemonia City,
Route 32, Kesselberg, Macaroni City, Route 42, See des Zorns, Route 44, Eispfad, Ebenholz City, Drachenhöhle, Route 45 und die Dunkelhöhle und die Route 46 und die Silberhöhle. Das sind die Orte, die wir in der Johto-Region besuchen werden. Und ja, ich würde sagen, wir fangen das Let's Play jetzt an. Ich werde euch schon mal vorwarnen, ich werde hier sehr viel singen, weil die Musik so cool ist. Ich glaube, dieses Spiel hat eines der besten Soundtracks in der Pokémon History. Auch wenn es in 8-Bit ist, aber ich finde es trotzdem cool. Oh, Gold, unser Nachbar! Professor Hinz hat nach dir gesucht! Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst! Oh, was hätte ich vergessen? Dein Pokémon-Com ist von der Reparatur zurück! Da hast du ihn! Gold erhält Pokécom. Pokémon-Com oder einfach nur Pokécom. Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Heute ist Samstag. Samstag, oder? Ja. Haben wir Sommerzeit? Ich würde sagen, nein. 4.08 Uhr. In Ordnung? Ja. Geh nach Hause, um deine Uhr auf Sommerzeit oder Winterzeit einzustellen. Übrigens, weißt du mit dem Umgang mit dem Telefon Bescheid? Ja. Muss man nicht einfach den Pokécom einschalten und das Telefonsymbol anwählen? Telefonnummern werden gespeichert. Wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ist das nicht praktisch? Ich hab dir doch gesagt, ich kenne das. Und trotzdem erklärt die Schlampe mir das. Ich bin so ein Hurensohn. Okay, wer bist du? Hallo Gold, ich bin zu Besuch. Gold, hast du schon gehört? Meine Tochter will unbedingt Professor Linz Assistentin werden. Sie liebt Pokémon von ganzem Herzen. Ach, wie schön. So, was ist das? Die Spüle ist heckenlos rein. So wie es Mama mag. Was ist das? Mal sehen, was dein Kühlschrank zu finden ist. Darf er was so eine leckere Limonade mitnehmen? Mamas Spezialität. Zinnober Vulkanburger. Oh Gott. Ich glaube, ich muss kotzen. Okay, verlassen wir einfach mal das Haus. Ist irgendwie hier alles ein bisschen grell. Ist ungewohnt. Haus von Gold. Aber doch eine schöne Grafik für ein Gameboy-Spiel. So, hier ist ungefähr der Ort. Nur damit ihr ungefähr einen Eindruck kriegt, wer ist das da? Egal, werden wir später ansprechen. So, wer bist du? Jo, Gold! Ich habe gehört, Professor Lind hat neue Pokémon entdeckt. Ja, das sind die Pokémon der zweiten Generation, du hast es erfasst. Wow, dein Pokécom ist beeindruckend. Hast du den von Mama bekommen? Ja. Neuburg, ja. Die Stadt, in der der Wind der Erneuerung weht. Oh Gott. Haus von Gold. Wer hätte es gedacht? Was ist hier? Professor Linz Haus. Schau mir mal rein. Na, jetzt schau rein. Hi Gold, mein Mann ist immer so beschäftigt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wenn er sich in seinen Pokémon-Forschungen vertieft, vergisst er sogar zu essen. Wenn ich groß bin, helfe ich meinem Papa. Ich werde ein großartiger Pokémon-Trainer. Professor, verdammt. Ich lese zu schnell. Aber mit den Akzenten da muss ich auch schnell sprechen. Pikachu ist ein entwickeltes Pokémon. Professor Linz' Entdeckungen sind wirklich erstaunlich. Er ist berühmt für seine Forschungen auf dem Gebiet der Pokémon-Evolution. Ich wünschte, ich wäre ein Forscher wie er. Davon kannst du nur träumen. Oh Gott, ich muss aufhören mit diesen Stimmveränderungen, sonst geht mein Kehlkopf den Bach unter. Oh, das hatten wir schon. Linz, Pokémon Labor. Und wer bist du? Das ist also das berühmte Linz Pokémon Labor. Was starrst du so? Oha, okay. Gold, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Erforschungen durch. Ich habe mich gefragt, ob du mir dabei hilfst, Gold. Verstehst du? Ich schreibe an etwas,
das ich bei einer Konferenz vorlegen möchte. Aber da sind noch einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum, ich möchte, dass du ein Pokémon trainierst, das ich vor kurzem gefangen habe. Ja, gerne. Danke, Gold. Du bist mir eine große Hilfe. Wenn ich meine Ergebnisse vorlege, werden wir sicher noch weiter in die Geheimnisse der Pokémon vorstoßen. Darauf kannst du dich verlassen. Oh hey, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Okay. Hör gut zu. Ich habe keinen kleinen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich dieses Mal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Moment, ich hab's. Gold, könntest du der Sache nachgehen? Ja. Ich möchte, dass du eins der Pokémon aus diesen, also einem dieser Bälle, trainierst. Du wirst der erste Kamerad dieses Pokémons sein, Gold. Such dir eins aus. Okay, wir haben drei Pokémon zur Auswahl. Das sind die Starter der Johto-Region. Und zwar wären das... Einfach... Oh Gott, alles ist irgendwie so verbuggt. Willst du das Feuerriegel? Das Feuer-Pokémon? Nein. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen was am Emulator rumspielen, damit es nicht mehr so grell ist. Bis gleich. So, jetzt sieht es doch viel besser aus. Die Wahl des Partners ist sehr wichtig. Gut, dann haben wir Kanimani. Wählst du das Kanimani, das Wasser-Pokémon? Nein. Überlege es dir gut. Die Wahl deines Partners ist sehr schwierig. Wichtig. Und dann haben wir die Wahl zwischen dem Wasser-Pflanzenstarter Evoli. Evoli? Wie komme ich auf Evoli? Endivier. Für das Evoli dürft ihr mir einen Daumen runter geben. Gebt mir einen Daumen runter, das ist jetzt eure Pflicht. Wegen dem Evoli. Das ist so scheiße. Ich glaube, ich nehme Vollriegel. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Gold erhält Feuerriegel. Möchtest du Feuerriegel einen Spitznamen geben? Nein. Mr. Pokémon lebt ein wenig nördlich von Rosale City an dem nächsten Ort. Der Weg führt dich fast direkt dorthin. Du kannst es nicht verfehlen. Aber nur für den Fall. Das hier ist meine Nummer. Ruf an, wenn es etwas gibt. Gold erhält Linz Nummer. Ist dein Pokémon verletzt, solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Benutze sie so oft du willst. Cool. Gold, ich zähle auf dich. Okay, was haben wir denn hier bekommen? Schauen wir uns das erstmal an. Okay, wir haben Samstag, 4.15 Uhr inzwischen. Ja, 4.16 Uhr zeigt meine Windows so gerade an. Und hier haben wir unser Handy. Rufen wir damit Professor Lind einfach mal an. Du musst diesen Gesprächspartner zu Fuß aufsuchen. Warum? Okay, rufen wir mal an. Hallo? Oh, hi Gold! Du bist auf deiner Mission für Professor Lind. Mach's gut! Wie mach's gut? Echt tolle Mutter. Das ist die schlimmste Mutter der Welt. Genau, hier mal. Gold, ich möchte, dass du das mitnimmst. Na, danke. Kann ich gut gebrauchen. Wir sind nur zu zweit und haben viel zu tun. Ja, das glaube ich auch. Gut, schauen wir unser Pokémon einfach mal an. Unser Feuerriegel. So, Feuerriegel. Ein Animationsbrett gibt es hier in dem Gameboy-Spiel. Das ist auch das einzige Gameboy-Spiel, das einzige Gameboy-Color-Spiel, muss ich sagen, das hier eine Bewegung bei den Pokémon-Sprites anzeigt. Und es trägt eine Beere. Und ich würde sagen, los geht's. Route 29. So, was steht hier auf dem Schild? Route 29, Rosale City nach Neuburg hier. Oder umgekehrt, je nachdem. Wah! Wir gehen den ersten Schritt ins Gras und es tauchen Pokémon auf. Ein toller Beginn dieses Let's Plays. Lisa! Okay, wir müssen ein bisschen trainieren. Das heißt, ich schalte dieses Visor einfach mal mit Tackle aus. Bam! Was du kannst, kann ich doch schon lange. Tackle! Ja, das sind nicht so atemberaubende Kämpfe am Anfang, weil wir noch wenig Auswahl haben. Wir haben ja momentan nur unsere Feuerriegel mit Tackle und Silberblick.
Mehr haben wir nicht, oder? Weil Zero legt die zweite Attacke hier. Ja, okay. So, ich habe auch schon ein Team geplant. Pokémon verstecken sich im Gras. Niemand weiß, wann sie auftauchen. Ich habe schon ein Team geplant. Es ist ein richtig, ein richtig gutes Team, muss ich sagen. Ich habe auch ein Pokémon dabei, mit dem ich wieder experimentiere, ähnlich wie dem Ninja Tom in der Rubin-Edition. Jo, wie geht es dein Pokémon? Sind sie schwach und nicht bereit zu kämpfen, halte dich vom Gras fern. Ich glaube, ich rede irgendwie zu laut, kann es sein? Naja. So, hier ist wieder ein bisschen Gras und da ist ein Item. Es ist ein Trank. Okay, das ist ja schon mal ein guter Anfang. So, ich glaube, ich lasse noch ein paar Pokémon auftauchen, damit ihr ein bisschen seht, was für Pokémon es hier gibt. Ein Radfratz, erste Generation. Das Visorfreund war die zweite Generation, also ein neues Pokémon. Und Tackle, es hat nur Level 2, es dürfte kein großer Gegner sein. Gut, nochmal Tackle. Da besteht noch eine Volltrefferquote, deswegen habe ich jetzt keinen Silberblick genommen. Und nochmal Achso, die Beere zeigt sich. Okay. Ich war gerade ein bisschen verwundert. Okay, Tackle. So, in dieser Generation ist es auch neu, dass hier der Erfahrungsbalken angezeigt wird. Und es Geschlechter gibt. Wir haben ein weibliches Flamly. Und es ist auch neu, dass wir Pokémon-Items zum Tragen geben können. Ich wollte eine Pause einlegen. Darum habe ich meinen Spielstand abgespeichert. Okay, das war eine Hitler-Stimme, glaube ich. Wo geht's denn hier lang? Verschiedene Pokémon tauchen hier auf. Wenn du alle schnappen möchtest, dann musst du überall suchen. Werden wir auch. Du kannst die Stufen nicht hinaufklettern. Du kannst sie aber hinabspringen und es als Abkürzung benutzen. So, wo geht's denn hier lang? Route 46. Ich schau mal. Ne, Quatsch, wir haben die Karte gar nicht dabei, oder? Ne, wir haben sie noch nicht. Die kriegen wir erst in Rosalia City. So, hier geht's nicht hoch. Da blockieren uns diese Stufen den Weg. Also mich würde interessieren, was es hier für Pokémon gibt. Das ist ja schließlich eine neue Route. Ein Radfratz. Da gibt's doch noch mehr als ein Radfratz. Oh, es hat Level 3. Das ist schon eine große Steigerung. Um 2 Level. Unglaublich. Naja, guter Ort zum Trainieren. Tackle. Ratfratz, Attacke ging daneben. Ja, dann greifen wir einfach normal an mit Tackle. Oh mein Gott, er schlägt uns mit seiner Route. Egal, Tackle. Das ist der spannendste Kampf ever. Und Level up, glaube ich. Jawohl, Level 6. Ich glaube, es lernt Glut mit Level 7. Ach, Rauchwolke. Okay, dann lernt es Glut mit Level 8. Vermute ich. So, was gibt's hier noch? Komm, ich mag diese Radfratz nicht mehr. Da gibt's noch ein Pokémon, das ich euch zeigen möchte auf dieser Route. Kann man hier auch schon gut fangen. Damit hat man anfangs dann keine Probleme mehr. Zum Beispiel beim ersten Arena-Leiter kann man dieses Pokémon super einsetzen. Das, was ich euch zeigen möchte. Schalten wir zuerst aus, gibt Erfahrungspunkte, kann ja nicht schaden. Und ein bisschen trainieren schadet ja auch nicht, ne? Wir müssen ja eh trainieren. Lalalalala. Ach ja, bis jetzt habe ich noch gar nicht gespeedet. Ich habe ja lange kein Pokémon-Let's Play mehr aufgenommen. Ungefähr 2-3 Monate war es her, seitdem ich den letzten Pokémon-Part aufgenommen habe. So, ein wildes Kleinstein. Das ist das Pokémon, was ich euch zeigen möchte. Das kann man gut beim Arena-Leiter einsetzen. Auch wenn der Arena-Leiter Lebensschelle drauf hat, aber ja. Da setzt man einfach was anderes ein. Also, wenn es Steinwurf kann, dann kann man die Flug-Pokémon vom ersten Arena-Leiter gut stützen. Oh Gott, deutsch schwer. Gut, dann schaue ich mal nach. Unseren Trainerpass, whatever. Gut, das sind die Arena-Leiter. Der erste ist Falk, der zweite ist Kai. Dritte ist Bianca, vierte ist, keine Ahnung. Fünfte ist Hartwig, sechste ist Jasmin. Oh, Jasmin, ja, ne? Keine Ahnung. Siebte ist Norbert und die achte ist Sandra. Gut, hier ist ein Bärenstrauch, da können wir uns Bären mitnehmen. Und
und die können wir wieder unserem Pokémon zum Tragen geben. Man findet jeden neuen Tag eine Beere. Das heißt, ich könnte eigentlich jeden neuen Part an so einen Busch hingehen, weil ich ja jeden Tag einen neuen Part aufnehme. So, ich habe die Beere jetzt einfach mal voll gegeben. Ich warte auf Pokémon, die nur des Nachts auftauchen. Ja, es tauchen Pokémon auch nur mal nachts auf. Das ist hier auch eine Neuerung in diesem Spiel. Zum Beispiel hier nachts tauchen zum Beispiel statt Taubsis Noctus auf. Und tags tauchen statt Noctus Taubsis auf. Also das ist eine coole Neuerung, finde ich. Haben sie gut eingebaut. Siehst du die Stufen hier? Du kannst dich hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. Du kannst nach Neuborgia gehen, ohne durch das Gras zu laufen. So, was ist hier? Hier ist nichts. Außer so ein Busch, den wir sagen können. Da brauchen wir aber zuerst VM1 Zerschneider. So, was hast du zu sagen? Achso, den hatten wir glaube ich schon, oder? Ja, wie geht's dein Pokémon? Blablabla, blablabla, ich hatte mal schon. Gut, dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Ich will euch ja hier alles zeigen. Ich mag dieses Spiel auch total. Das ist das zweitbeste Pokémon-Spiel, was ich je gespielt habe. Und auf dem dritten Platz, muss ich sagen, ist Pokémon Schwarz oder Weiß 2. Aber ich habe das Spiel jetzt durch. Ist ein ziemlich cooles Spiel. Kann ich jedem empfehlen, der den ersten Teil gespielt hat. Also Schwarz und Weiß 1. Bitte bist entkommen. Okay, hier ist nichts. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Stadt. Die ist auch gleich vor Ort. Und schon wieder ein Visor. Ein männliches Visor. Für die, die nicht wissen, was die Geschlechter bringen, das ist wichtig, um Pokémon zu paaren. Aber das werde ich euch später zeigen. Und irgendwie mache ich jetzt viel zu viel Tutorial. Obwohl es mein sechstes Pokémon, glaube ich. Ich glaube, das ist mein sechstes Pokémon-Let's Play, oder? Keine Ahnung. So, und dieses Visor ist down. Tschüss, Visor. Und ich lasse mir auch sehr viel Zeit mit diesem Let's Play. Ihr merkt es, wir sind gerade mal bei 20 Minuten. Und wir sind noch nicht mal in der ersten Stadt angelangt. Route 29, Rosalia City nach Neuborgia. Ja, aber ich möchte ja alles zeigen. Ich möchte dieses Spiel so gründlich wie es geht durchspielen. Du bist doch ein Anfänger, oder? Das ist okay. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Ja, gerne. Also gut, folge mir. Yeah, Tutorial-Musik. Das ist dein Pokémon-Center. Hier kannst du deine Pokémon heilen. Du wirst diese Dienste sehr oft in Anspruch nehmen müssen. Das ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Außerdem findest du hier viele nützliche Items. Oder Items, whatever. Zur Route 30 geht es hier entlang. Du wirst dort auch viele Trainer und ihre Pokémon treffen. Wie du sehen kannst, befinden wir uns hier am Meer. Nee, das ist kein Meer, das ist nur ein See. Manche Pokémon findet man nur im Wasser. Hier! Das ist mein Haus. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Lass mich dir ein kleines Präsent geben. Ist der Pädophil oder was? Goldheld Kartenmodul. Verdammt. Der Karten Gold verfügt nun über eine Karte. Der Pokémon wird vielseitiger, wenn du ihn mit Modulen erweiterst. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Reise. Okay, diese Stimme hat gerade meinen Kehlkopf zermatscht. Ich würde sagen, wir gehen zuerst ins Pokémon Center und dann schauen wir uns die Stadt an. Und dann beende ich den Part auch schon. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, wie ja. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Nein, nicht nochmal, ich habe mich vertippt. Ach komm jetzt, ich will nicht mit dir quatschen. Red mit dir selbst. Das ist toll. Ich kann so viele Pokémon lagern, wie ich will. Und das umsonst. Die Box ist hier. Wir können unsere Pokémon lagern. Und auch unsere Items.
Also hier, ich zeig's euch schnell. Das sind die ganzen Boxen, die wir zur Auswahl haben. Da können wir in jeder Box jeweils 20 Pokémon lagern. Momentan können wir noch keinen Pokémon lagern, weil wir momentan nur ein Pokémon haben und damit... Das würde dann heißen, wir hätten kein Pokémon und das, ja... Wenn wir kein Pokémon mehr haben, dann haben wir verloren oder dann taucht Missing nur auf oder sowas. Dieser PC steht jedem Trainer kostenfrei zur Verfügung. Ja, das hat der Top-Typ da auch schon gesagt. Das Kommunikationscenter im ersten Stock ist gerade fertig, aber der Feinschliff fehlt noch. Ja, schauen wir uns das mal an. Leider wird der Tauschautomat gerade repariert. Oh, wir können nicht tauschen. Leider wird der Kampfautomat gerade repariert. Oh, wir können nicht kämpfen. Leider wird die Zeitkapsel gerade repariert. Oh, wir können keine Pokémon aus der ersten Generation hier hinschicken. Na gut, verlassen wir das Pokémon-Sender und schauen den Markt an. Als ich durch das Gras spazierte, hat mein Käfer-Pokémon mein Pokémon vergiftet. Oder ein Käfer-Pokémon mein Pokémon vergiftet. Ich ging einfach weiter, aber dann wurde mein Pokémon plötzlich besiegt. Du solltest ständig ein Gegengift mit dir führen. Oder ein Hyperheiler. Die Pokébälle sind leider ausverkauft. Hoffentlich kommt bald eine neue Lieferung. Wie, die sind ausverkauft? Ah, wir können keine Pokémon fangen. Was ist denn das für ein Müll? Naja. Okay, hier können wir folgende Items kaufen. Trank füllt KP um 20 auf. Gegengift, das was der Typ da uns erzählt hat, halt Vergiftungen. Paraheiler, halt für Paralyse, Aufwecker, wegschlafende Pokémon auf und mehr. Gibt's momentan nicht zur Auswahl. Also momentan sehr mager, was hier angeboten wird. Aber es wird sich später ändern. Momentan sind wir noch am Anfang und da gibt es noch wenig Möglichkeiten. So, Mr. Pokémon's Haus ist es doch noch ein ganz großes Stück. Möchtest du herausfinden, wie gut du als Trainer oder als Pokémon-Trainer bist, dann solltest du alle Pokémon-Arenen in Johto aufsuchen und Orden sammeln. Ja, müssen wir ja quasi. Wenn ich älter bin, werde ich auch ein Arena-Leiter. Ich werde meine Pokémon gegen die meiner Freunde antreten lassen, damit sie stärker werden. Okay, was ist hier? Als ich noch ein Junge war, war ich ein richtiger Heißsporn. Ich gebe dir einen Rat. Fange viele Pokémon. Behandle sie alle mit Freundlichkeit. Nein. Eiskalt sage ich nein. Stimmt ja auch. Nee, Spaß. So, Pokémon, zu Mr. Pokémon, ach, ich hab mal schon. Da steht ja auf dem Schild. Haus des fremden Führers. Na, jetzt lass mich dich ansprechen. Du kannst gehen, wohin du willst. Solange du mit Pokémon unterwegs bist, wird es immer lustig sein. Rosalia City, die Stadt der duftenden Blumen. Deswegen heißt sie auch Rosalia City, ne? Anspielung auf Rose. Pokémon sammeln in Kämpfen Erfahrung und verändern ihre Gestalt. Pokémon, die Gestalt wechseln? Ich wäre schockiert, wenn eins das tun würde. Ja, das werden wir später erfahren, wenn sich unser Flendi auf Level 13, glaube ich, zu... Wie heißt das Pokémon? Igelava entwickelt. Aber das werden wir später erfahren. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon alles angesprochen, was es hier gibt. Na, vielleicht hier am See nicht mehr. Das ist hier nämlich kein Meer. Ich zeige es euch schnell auf einer Karte, dass es kein Meer ist. Denn es ist ein See. Okay, es ist ein Meer. Scheiße, ich habe mich gerade so sehr humiliiert gerade. Naja, okay, es ist ein Meer. Okay, dann mache ich hier an dieser Stelle Schluss. Und ich sage bis zum nächsten Part. Denn im nächsten Part werden wir Mr. Pokémon treffen. Und eine mysteriöse Gestalt werden wir kennenlernen. Also, ihr könnt schon ganz gespannt sein auf den nächsten Part. Ich freue mich schon auf dieses Let's Play, muss ich sagen. Und ich versuche jetzt ein bisschen Zeit zuzuschlagen, damit wir auf 30 Minuten genau kommen. Und ja, also bis zum nächsten Part. Erscheint morgen. Bis dann, Leute. Ciao.